Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. 5, meine Güte, ey. Wir sind gerade auf dem Abweg vom Berg mit dem 350Z und holen uns jetzt hier den Scheunenfund, der hier war. Habe ich nämlich kurz gefunden. Und okay, wie man sieht, bin ich jetzt online. Keine Ahnung, was es für einer war. Ihr dürft doch was sagen. Okay, sie wollen nicht mehr reden. Das ist echt Onkel Victors Auto. Ford Escort. Das muss er sein. Nicht mal ein Viertel der Teilnehmer schaffte es zur Ziellinie in Mexico City. Aber 5 der 10 Besten waren diese Dinger. Daher auch der Name. Escort? Oder was? Ich habe einiges zu tun. Und die ganze Familie muss ich anrufen. Bis bald. Jawohl, Freya schon 5, Junge. Und da steht noch ein Schildchen. Schildchen haben wir inzwischen deutlich mehr als Freddy. Aber er spielt ja auch schon länger jetzt nicht mehr. Wir machen heute ein paar von denen hier. Ich habe den noch nicht nochmal gemacht. Allerdings machen wir das, oder mache ich das demnächst. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das hier. Ne, das geht bis da oben hoch. Da können wir dann das hier machen. Das geht dann bis hier oben hoch oder so. Würde ich mal sagen. Genau, wir müssen jetzt eh hier nach links, ne? Ich würde sagen, wir kürzen ab. Ich habe den 350Z ja im letzten Part schon erzählt, dass ich ihn komplett umgebaut habe. Er wird sich in dem Laufe dieses Videos, denke ich, nochmal optisch verändern. Denn wir kaufen oben nochmal das Haus. Und dann geht's richtig ab, weil dann können wir den nochmal schick machen hier. Also, ich mag die Farbe gerne. Aber nicht für ein Untergrund-Szene-Auto, sage ich jetzt mal. Und das Straßenrennzeugs ist für mich Untergrundszene, denn es sind quasi illegale Straßenrennen. Okay, ich dachte, man kann überall zurückspulen, aber nein, man kann wirklich immer noch nur an den Punkten zurückspulen, bis wohin er einen zurückspulen lässt. Aber das Bestätigen... Na. Geht dann deutlich schneller. Habe ich noch einen übersehen? Ne, bis jetzt nicht. Okay. Ich habe aktuell nämlich alle, die ich holen will. 3 finde ich aktuell relativ beschissen ranzukommen, deshalb habe ich ihn noch nicht geholt. Übrigens, ihr seht, es ist ziemlich viel los. Das höchste Level, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ist 62. Dann kam einer mit 42 und dann kommt vieles, was so um mein und Freddys Level drum ist und vieles drunter. Wahrscheinlich sind es schon Leute, die ein paar Level 100 ohne Paar sind, ne? Würde ich ja tippen. Ich habe mir jetzt auch nicht jedes Level angeguckt, aber ich habe so grob einmal durch die ganzen Spieler durch. Und das waren da so die Level. Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt dieses Straßenszene-Rennen. Let's go. Castillo de Mar. Fahre solo. Wir wollen, können wir auch mal machen, aber nicht jetzt. Fahre eine Schleife um die Westküste. Vorbei an der Hotelanlage, dem Golfplatz und dem Strandresort bei Cabon San Lucas. Schalte deinen Lieblingssong dazu ein. Ja, mein Lieblingssong läuft. Das ist nicht mein Lieblingssong, aber ist ein guter Song. Ist nicht hierfür empfohlen. But why? Muss ich das begreifen? Oder ist einfach weil. Punkt. Ich glaube, es ist weil. Punkt. Wir sind maximal tief. Kein Driftfahrwerk übrigens. Aber schön tief. Aber ich geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einzeln runterpacken können. Keine Ahnung. Ja, wir legen mal los. Schwierigkeit ist immer noch gleiche. Profi. Allerdings haben wir jetzt ein Allradauto mit Bums. Und wir fahren gegen Supersportwagen. Okay. Interessant. Aber wie wir sehen, kommen wir okay hinterher. Das Auto fährt Spitze so 442. Ohne Allrad hätte es mit einem anderen Getriebe 452 oder so geschafft. Also 10 km/h weniger finde ich okay. Hier ist jetzt übrigens ein 10-Gang drin. Was ganz lustig ist.
Ich muss sagen, ich mag das Szenengang. Okay, ja, gut. Spulen wir mal ein bisschen weiter zurück. Ein Fisch. War aber vielleicht nicht so krank. Dennis spielt scheinbar jetzt auch. Weil als ich das letzte Mal gespielt habe, war Dennis noch Level 1. Also hundertprozentig sogar. Dennis scheint jetzt auch angefangen zu haben. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Dennis... Doch, ich scheine ja befreundet zu sein mit ihm bei Microsoft. Ich weiß gar nicht... Worauf wollte ich gerade hinaus? Also, wo ich sehen kann, wer gerade spielt. Weil man den scheiß Microsoft Launcher so selten benutzt, weil er halt auch Schmutz ist. Das braucht man ja nicht so häufig. Oder ist ja kein Launcher, ist ja ein Store. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr bremsen. In dem Sinne ist es ja ein Store. Ah, leck mich. Ist ja kein wirklicher Launcher. In dem eigentlichen Sinne. Gut, pass mal auf mit deinem Haufen amerikanischen Schrott. Verpiss dich jetzt. Sehr schön. Bei 50%. Ich möchte mal anmerken, wir hatten vorher richtig Probleme mit einigen Autos. Also ich habe nichts an der Schwierigkeit geändert. Auf einmal ist es relativ easy. Und ich bin ja immer, also ich bin ja gerade richtig beschissen gefahren. Naja. Was soll's. Das Auto geht jetzt aber auch gut. Also kann man nicht anders sagen. Ich habe hier auch einfach mal jeden Punkt rein investiert, den man rein investieren konnte. Dementsprechend bekomme ich irgendwelche Extras. Ich habe auch einen Wheelspin gemacht, habe zwei Autos, glaube ich, gewonnen. Zwei Wheelspins gemacht und zwei Autos gewonnen. Das wollte ich euch noch mitteilen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Weil ich dämlich bin. Also den Wheelspin musste man halt sofort nehmen. Und dann habe ich versehentlich A gedrückt und den nächsten noch hinterher gemacht. Und dachte ich schon so, ach Gott, leck mich. Ja, aber wir haben noch zwei oder drei, glaube ich. Sehr schön, obwohl ich echt beschissen gefahren bin, easy Erster geworden. Fühle ich. Fühle ich sehr. Meine Güte, ey. Ich muss mal kurz mein Handy aufstellen, dass ich lesen kann. Denn hier passieren noch ein paar Sachen nebenbei. Ja, Freddy ist auch immer noch Level 23, der scheint nicht zu spielen aktuell. Verbindung wurde unterbrochen. Geil. Gut. Wir machen als nächstes das hier. Das Haus will ich nicht kaufen, das ist teuer. Wir kaufen das hier oben. Das kostet nämlich 150. Das ist schnapper. Und man weiß, ich bin geizig. Ne? Also ich bin ja bekanntlich halber Schwabe. Wie viel muss ich eigentlich noch machen? 2750, okay. El Lago Blanco. X verwirrt mich immer noch so hardcore. Ja. Machen wir. Achte bei dieser Wüstenhügelveranstaltung auf den Sand, der sich auf der Straße verirrt hat. Auf die Straße verirrt hat. Während du auf deinem Weg ins Landesinnere über die Baja California und Bahia de Plano fährst. Rast. Meine Fresse. Lesen. Nix mein Favorite. Er ist immer noch nicht empfohlen dafür. Ich weiß aber nicht warum. Also scheiß drauf. Von daher einfach mal machen. Schauen wir mal. Achso, er lädt gerade noch. Ich wollte gerade sagen, wir müssen doch mal starten. Danke. Meine Fresse, dauert hier schon wieder ewig, ey. Let's go. Ja, ich glaube wieder sehr ähnliche Autos. Oh, ausnahmsweise nicht nur Level 1er dabei. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass wir auch ein bisschen... Okay, Junge, schieb mich einfach komplett beiseite. Wir haben jetzt ja auch mal ein bisschen Bremse hier drauf. Also, wie gesagt, ne, ausrüstungstechnisch bis auf den Ersatzmotor, alles was geht. Ich könnte hier jetzt noch einen V6 Twin Turbo einbauen, den man danach tunt. Ja, okay, Offroad. Level 1 als erster, klar. Okay, ich dachte, das zählt nicht. Muss ich nur überlegen, ob wir den Twin Turbo hier auch noch einbauen. Also den V6 Twin Turbo, 3,8 Liter, glaube ich.
Was ich ganz schön viel für einen V6 finde. Also 3,8 Liter ist schon beeindruckend für einen V6. Finde ich jetzt. Alter. Okay. Wir fahren ein bisschen vorsichtiger, ja? Ich muss sagen, Offroad-fähig ist das Auto eigentlich nicht so. Ich meine, ich bin da mit den Vulkan hochgeschüsselt. Junge, Fisch, ey. Passt doch ein bisschen auf, ey. Man muss halt immer noch relativ früh bremsen, weil halt auch Bums hinter ist, ne? Wenn man hier mit 200 angeschüsselt kommt, dann ist halt auch mal Bremsen angesagt. Übel hässlicher Mustang da vor uns, glaube ich. Müsste ein alter... Junge, das war knapp alter sein, glaube ich. Oder? Nee, könnte auch schon neuer sein. Dann finde ich nicht so hässlich. Dann weiß ich nicht, warum ich jetzt gerade so ein Nebenherfahren nicht so gut fand. Komm, ich würde gerne mal an den Rand mit den angucken. Bitte. Bitte? Nee? Also hätte ich schon entspannt haben können, weil ich nicht komplett beschissen gefahren wäre. Ist, neuer tatsächlich. Warum fand ich ihn hässlich? Hat der irgendeinen Karosserie-Scheiß, den ich nicht gut finde? Er wird Zweiter, also können wir uns angucken gleich auf der Bühne. Ich weiß noch nicht genau, ob der für immer, also, was heißt für immer? Er wird auf keinen Fall für immer mein Underground-Auto bleiben. Ich werde dann andere bauen. Allerdings werde ich bei Underground wahrscheinlich immer so ein bisschen Richtung Asiatisch gehen, also Japanisch besser gesagt. Koreanisch vielleicht auch mal. Aber finde ich ganz coole Autos für, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen gesehen, illegale Straßenrennen. Ne? Also, klar, wir können auch was anderes bauen. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, immer damit ab in die Kommentare. Aber ansonsten... Willst du mich verarschen eigentlich? Also, wir können auch Mustang bauen, ne? Ich glaube, so richtig aktiv Mustang habe ich noch nie in einem Rennspiel gehabt. Kann mich absolut täuschen. Wir hatten ja in Forza Horizon 5 den grünen. Den bin ich auch sogar im letzten DLC noch ein bisschen gefahren. Glaube ich. Ich muss Freddy gerade kurz mal fragen, ob wir heute Abend jagen gehen. Ja, waren 25 RTR-Mustern. Keine Ahnung, noch nie von gehört. Tippe mal auf so ein Hoonigan-Ding. Bei Hoonigan will ich. Also. Okay, meine Verbindung ist schon wieder unterbrochen. Bei Hoonigan kommt mir die ganze Zeit Hooligan in den Kopf. Meine Güte. Ich würde sagen, wir fahren mal eben zum Haus, ne? Oder wir holen erstmal das Schild hier. Ich verstehe nicht, wie Freddy so viele Straßen hat und so wenig Schilder. Also ich habe 40 Straßen weniger als Freddy, aber mehr Schilder jetzt schon. Wahrscheinlich hat er einfach nicht alle geholt. Ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt fast alle, die ich gesehen habe, geholt. Bis auf die, die ich jetzt mir zu schwer waren, um sie mal eben zu holen. Wie lange haben wir denn schon? 4 Minuten? 13,5 Minuten. Falls ihr übrigens so ein nerviges Summen oder Wummern im Hintergrund hört, das ist mein scheiß Rechner. Der wird zu warm. Das Problem habe ich schon ewig. Allerdings ist jetzt bei Forza natürlich nochmal ein bisschen härter, weil Forza schon relativ viel frisst. Wenn man auch hier bei entdeckt wie Freddy jetzt. Ja, weil Forza auch relativ ressourcenlastig ist. Ich glaube, dadurch kommt auch das Laggen in der Aufnahme zwischendurch. Ist jetzt erstmal wieder weg. Müssen wir mal gucken, ob es weg bleibt. So. Da ist noch eins. Das holen wir uns auch noch vorher. Und ich werde gleich wieder offline gehen, weil das nervt übel, wenn da jedes Mal diese Scheiße kommt. Ja, Kinder, ich mache euch jetzt euer scheiß Tor kaputt. Und dann kaufen wir das Haus hier mal. Gönn. Ich habe Mucke übrigens ein bisschen lauter gemacht. Hoffe, das nervt nicht. Die Leute sagen normalerweise, dass sie eine Cabaña am Meer wollen. Aber du willst eine Cabaña an der Baja. Gönn. 250.000. Gleich ein Tinnitus. Und wir kriegen Scheunenfundgerücht hierfür. Nice. Das ist ziemlich cool. Ja, geh mal zu Hause. Ich möchte gerne ich möchte nicht upgraden und tunen. Ich möchte gerne designen und lackieren.
Möchte mal gucken, ob es ein geiles Underground-Design gibt. Also es sollte schon was Dunkles sein. Das hier finde ich zum Beispiel sick. Wirklich gut. Hab keinen Bock auf eine Hentai-Pute auf dem Ding. Den finde ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, erstmal wird es tatsächlich der hier. Weil der gefällt mir ganz gut. Auf der Super hätte man übrigens auch das Haaren-Design machen können. Auch wenn... Ja. Ne? Ist halt nicht so sinnvoll. Macht halt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Ganz neue Autos. Coole Sammlung. Manche der Autos, die du noch nicht hast, kannst du direkt hier von der Automesse kaufen. Okay. Apropos Automesse. Wir können gerne mal über die Automesse gucken, was es denn so gibt. Willkommen zur Automesse. Sieh dich ruhig um und sag Bescheid, wenn du was brauchst, ja? Ja, gerne. Jetzt gibt's auch dieses Mal eine echte Alpine. Gibt's denn ansonsten irgendwas Interessantes? Den gibt's einfach zweimal. Okay. Achso, weil wir den einmal im Besitz haben und der Dingens war. Okay. Ich irgendwas sehe, was mir wirklich auffällt. Mir fällt was auf. Fällt euch auch was auf? Ich sehe kein Alpha. Seht ihr genauso, oder? Finde ich sehr schade. Muss ich ja ehrlich sagen. Gucken wir mal, ob es Fiat gibt. Es gibt auch kein Fiat. Es gibt auch kein Lancia. Wait a minute. Warum keine Alpha, keine Fiat, keine Lancia? Also kann sein, dass es die einfach nicht zu kaufen gibt, sondern nur zu gewinnen oder so. Aber es gefällt mir erstmal nicht. Hola, amiga. Hola. Hör dir das an. Meine Großtante hat für die Regierung gearbeitet. Und sie sagt, es gab einen Klassiker, der gleich hier in Mexiko gebaut wurde. Es gab so viele, dass es leicht sein sollte, einen zu finden. Ja, ist okay. Ich mache jetzt nicht weiter die hier. Die mache ich ohne euch nochmal. Wir haben jetzt noch zwei Minuten. Ach, wobei, wenn wir nur noch zwei Minuten haben, macht das nicht wirklich viel Sinn, ne? Dann fahren wir jetzt erstmal dahin. Gut. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal nicht mit der Straßenrennszene weiter, sondern machen vielleicht mal wieder Dirt-Sachen. Ich glaube, der Name... Ich komme nicht drauf. Mitsubishi Lancer Evo 10 GSR. Die Geschichte ist zu Ende erzählt, glaube ich. Wir fangen beim nächsten Mal mit einem anderen auf, also Dingens an. Danke. Würde ich mal so ganz stumpf sagen. Dass wir beim nächsten Mal einen anderen bauen. Oder ich werde schon einen gebaut haben und zeige ihn euch dann nur. Weil eigentlich ist der Grund immer ohne Umbau. Vielleicht machen wir das auch. Ich denke, wir machen das. Also ohne Umbau. Ah, okay, das kann ich natürlich nicht kaputt machen. Gut zu wissen, Freunde. Ja, also Sitzung scheint mal wieder überhaupt nicht zu funktionieren. Junge! Route wird neu berechnet. Danke. Das ist kein Alpha, also dass es die ganzen Fiat-Marken gerade nicht gibt, wundert mich. Also Ferrari gibt's ja. Ferrari ist ja aber auch nicht wirklich Fiat. Ferrari ist ja quasi noch in eigener Hand. Beziehungsweise, ja... Könnt ihr euch reinlesen, wenn es euch interessiert. Ist nicht so schwierig zu verstehen, aber ich kann es gar nicht so gut erklären. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir hier auf jeden Fall mal das Ding. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Pikachu. Nette Anspielung. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.